Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid hier in der Sinners Mod von Dark Souls 3. Ich bin gestärkt zurück. Die letzte Episode ist ja schon aus zwei Gründen ein bisschen in die Hose gegangen. Zum einen, weil der Spiel ist auch nicht mit aufgezeichnet worden ist die ganze Zeit und das mich tierisch ärgert. Sorry dafür. Ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Und zum zweiten, weil gegen Ende der Episode meine rechte digitale Schultertaste kaputt gegangen ist und ich den kompletten Kampf gegen den Kristallweisen hier nur mit einem schweren Angriff meistern musste. War ein bisschen anspruchsvoller als gedacht, aber wir haben es geschafft und sind jetzt bereit mit großen Schritten in Richtung der Kathedrale des Abgrunds zu gehen, zu rennen, zu abenteuern und zu gucken, was uns die Sinners Mod hier hinwirft. Der Schwierigkeitsgrad ist ja echt ordentlich angestiegen. Das haben wir auf der High Wall of Lothric schon zu spüren bekommen in der Untoten Siedlung und nicht zuletzt auch hier im Pfad der Opferungen. Mit dem Kreuzigungswald, das war alles schon echt sehr, sehr knackig. Und ich glaube, das wird jetzt nicht besser. Oder sagen wir nicht einfacher. Besser auf jeden Fall, weil die Cinders Mod, die macht einen Riesenspaß. Diese ganzen neuen Items, die überall rumliegen, neue Waffen, neue Rüstungsteile und dergleichen, das ist schon unfassbar spannend, das alles zu entdecken. Aber es ist hart erkämpft. Man muss wirklich, wirklich gut sein. Und Dark Souls in- und auswendig kennen, um hier vorwärts zu kommen. Gut, das ist alles altbekannt hier. Nichts Neues, nichts Weltbewegendes. Und ich wette mit euch, dass da vorne jetzt kein Leuchtfeuer ist. Es sind ja schon ein paar Leuchtfeuer gestrichen worden hier in der Sinners Mod, um die Wege ein bisschen zu erweitern und das auch dadurch ein bisschen schwerer zu machen. Und ich bin sowieso der Meinung, dass dieses Leuchtfeuer hier, das jetzt weg ist, keinen Sinn hat. Das braucht es wirklich nicht. Direkt nach dem Kristallweisen, der Weg bis zur Kapelle der Läuterung, das ist nicht weit. Und es ist anspruchsvoll, ja, aber das muss es ja auch sein. Und insofern gut, dass das Ding jetzt hier nicht da ist. Eine gute Entscheidung. So, du. Oh je. Kann sein, dass ich für den eine etwas zu langsame Waffe habe. Und ich versuche jedes Mal mich anzuschleichen und jedes Mal klappt es nicht. Wow. Na, uns aber mal ein paar Lebenspunkte gegeben, ey. Da geht man auch nochmal sicher. Ja, das läuft schon. Na, 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 na. Er weiß genau um die Reichweite meines Schwerts. Und rollt schön in meine Angriffe rein. Nicht schlecht. Ich meine, er ist eh einer der besseren NPCs. Der ein bisschen was drauf hat, tatsächlich. Also es ist zwar ein bisschen zu eng hier unten für ihn, um vernünftig zu kämpfen, aber wenn er mal losgelassen wird, dann hui. So, Paladins Ashes, die liegen hier normalerweise auch. Ich muss sowieso, so wie wir das nächste Leuchtfeuer finden, das muss ja in der Kapelle der Läuterung sein, zurück in den Feuerbannschrein. A, wegen der Asche und B, weil ich auch Greirat mal dringend auf Plündertour schicken muss. Das habe ich zuletzt tatsächlich reihenweise vergessen, weil ich ja auch bei ihm dann Holy Fragment schauen will, was er dann zurückbringt an neuen Sachen. Ich muss jetzt hier weiter ein bisschen mich umgucken, weil wir haben ja tatsächlich gelernt, es liegen neue Orte vor, quasi, wo Items versteckt sind. Und ich muss nach wie vor mich daran gewöhnen, wirklich auch Dinge oder Gebiete und Ecken abzuklappern, die normalerweise einfach nicht mit irgendwas gefüllt sind. Ja, du. Ja. Mit drei Estus-Flakons jetzt noch bis zum nächsten Leuchtfeuer. Na, mal schauen. Gibt ja wenigstens wenige Gegner von hier oder halt vom Areal des Kristallweisen bis zu diesem Ort hier. Erst jetzt nach diesem NPC wird es ein bisschen knackig mit den ganzen Bogenschützen und den Hunden. Hier liegt ein Schild. Stattdessen eine große Titanitscherbe. Wollen jetzt mal gucken, ob wir. Jawohl. Uiuiui, die hat gesessen. Willst du dich nicht mal wütend machen? Dann kann ich dich nämlich platt machen. Au, 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 der ist schon so wütend. Ja, jetzt bist du wütend. Ah. Der ist deutlich leichter als sein Kollege, weil er nicht so ganz mit seiner Axt umzugehen weiß. Das Spinnenschild, das lässt er auch so fallen. Alles beim Alten bislang. Bis auf die große Titanitscherbe hier. So, was haben wir hier?
wird es hier fieser als ohnehin schon. Das ist nämlich echt kein ungefährliches Gebiet hier. Weil man aus der Ferne von den Bogenschützen oder Armbrustschützen behagt wird und die Hunde einem auch noch ins Genick springen. Und da muss man einfach am besten hier in diesen kleinen... Oh, mal an der schon besser als sonst. Kann das sein? Wo ist jetzt der eine Hund? Da kommt er. Danke. Der ist schon als Zielübung. Musste der herhalten, vermutlich. So. Das ist das Schöne an den 180-Grad-Schwüngen eines Ultra-Großschwerts. Man erwischt auch ganz locker Gegner hinter einem. Man muss nicht großartig zielen. Die Dinger räumen im großen Stil auf. So. Na, nicht weglaufen. Du machst die vermeintliche Zögerung nur hinaus. Ich bin ein bisschen nachlässig, aber das macht nichts, weil ich ja eh gleich am Leuchtfeuer bin, hoffentlich. Deswegen, keine Estus-Lacors mehr, das passt schon, hoffentlich. Fading Soul, lass dir wirklich nur diese kleinen Dinger fallen. Großer Soul-Container, und hier, Rosarias Dress. Okay, ansonsten ist hier... alles abgegrast. Durchlaufen ist hier übrigens keine gute Idee. Man kommt zwar an den Bogenschützen oder Armbrustschützen vorbei, aber die Hunde, die sind insbesondere hier so designt, dass sie sich mit teleportieren können für über kurze Strecken. Wenn man mal so ein bisschen nach hinten schaut, immer so, ups, dann sieht man das, dass die Hunde cheaten und die Wegstrecke zwischen sich und dem Spieler durch kurze Teleportierungsaktionen überbrücken. Super fies. Oh, ihr seid etwas mehr. Ah, du bist keiner, der explodiert? Okay. Ah, doch. Okay. Du auch, okay. Ein bisschen lustig sind sie ja, wenn auch recht tragisch. Aber brandgefährlich. Diese kleine Explosion, wo sie auf den Boden plumpsen, die darf man bitte nicht unterschätzen. Böse weh. Und jetzt hoffe ich, dass hier oben eine Estus-Scherbe liegt. Das fände ich ganz vorzüglich. Cursed Gem. Hat schon wirklich seine großen Dienste erwiesen. Oh, da ist ja ein. Okay, jetzt, den habe ich nicht gesehen. Da muss ich jetzt schnell... Den habe ich wirklich nicht gesehen, weil ich habe auch noch keine Fackel. Womit ich die Blutung loswerde. Okay, dann hi Gale. Zu dir kommen wir hoffentlich noch später. Starten das Bonfire. Setzen uns nieder. Und bevor ich jetzt reise, gucke ich eben tatsächlich kurz, ob da eine Essensscherbe liegt. Lloyd's Sword Ring? Nice. Den können wir auf jeden Fall... Boost Attack when HP is full. Ist das... Ja. Da liegt normalerweise nämlich die Peitsche. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob ich eine Fackel dabei habe. Ob ich sowas schon mal irgendwo eingesammelt habe oder ob ich die auch noch kaufen muss, wenn ich gerade dann im Feuerbahnschrein bin. Nein, keine Fackel. Okay. Saint Violet. Okay, keine Essensscherbe. Schade. Sehr, sehr schade. Müssen wir nach wie vor mit dem auskommen, was wir haben. Was anspruchsvoll genug wird jetzt dann im Vorbereich der Kathedrale, die echt heftig ist. Also ich muss sagen, da die Gegend hat bestimmt schon so manchen Dark Souls-Spieler gebrochen.
So, weiter auf Stärke, ne? Wir brauchen mehr Schaden. Und Vitalität bei 20 lasse ich das jetzt erstmal. So lang wird das jetzt, glaube ich, erstmal reichen. Berühmte letzte Worte, aber mit 20 fühle ich mich immer ganz wohl. Das reicht mir auch mit der Vanilla-Version immer ganz gut. Ich konzentriere mich lieber auf Schadensoutput. Wobei das hier vielleicht, ja. Ich brauche echt Vitalität in dieser Mod. So, du gibst mir doch jetzt auch nochmal was, oder? You Talk. have you Genau, I eine don't mean to Titanitscherbe. Wow. the unsure gain in Eden. Warum wollte eigentlich Ciris nicht mit mir reden? Die Olle. Ah. So, give Umbral Ash. Ach, wir haben ja Gracious beide Aschen noch bei uns. Great left eye. Purchase Item. Wir brauchen eine. Was ist das? Ah, brauchen wir nicht mehr. Du hast keine Fackel bei dir? Da muss ich mal gucken, ob Greirat vielleicht eine hat. So. Heaven. Die Geste Heaven. Willkommen. Wir haben ja sie verschieben. Ah, muss ich vielleicht nochmal ganz kurz hin und wieder zurückreisen oder zumindest resetten? Oder bin ich noch zu. Nee, eigentlich müsste ich ihn ja schon auf die erste Plündertour schicken können. Ach je. Es verschwimmt alles in meinen Erinnerungen. So. Und auf jeden Fall. Heaven. No, tatsächlich nicht. Bei Ding vorbei. Bei Yol. Noch ein Level-Up abholen. Ich bin ja beim Kristallweisen ein paar Mal gestorben. Insofern habe ich wieder zwei aneinandergereiht, um mich noch einmal kostenlos aufleveln zu lassen. Und das war dann das dritte Mal, glaube ich. Fünfmal geht es insgesamt. Oh, I. Then shall bear. Ah, so. Endurance. Mehr Ausdauer. Be safe. Du hast nicht zufällig eine Fackel, oder? Würde mich wundern. Shit. Be safe. Oh Mist, okay, dann muss ich halt jetzt tatsächlich ohne diese Hilfe durch den Vorbereich und darf mich halt nicht treffen lassen. Oder aber ich renne halt an allen von diesen blöden Viechern vorbei. Das ist auch möglich. So schnell sind die nicht. Okay, Cleansing Chapel. Also bisher war es bis auf das gestrichene Leuchtfeuer ja genau gleich. Das ist okay. Und ich hoffe, dass es das jetzt so weitergeht, dass es so gleich bleibt. Weil ab jetzt wird es, wie gesagt, ein bisschen knackig. Und jetzt kommt allerdings erstmal, bevor wir zur Kathedrale gehen, erstmal der ganze Friedhofsbereich. Mit vielen, vielen Crystal Lizards. Upgrade-Material ohne Ende. Und dann gucken wir mal. Erstmal die Abkürzung hier oben und vielleicht liegt hier ja dann noch ein bisschen mehr rum, als man es gewohnt ist. Wie hier, Poison Gem. Ach, die muss ich ja von oben machen. Da liegt, was? Ei. Genau, das liegt da normalerweise. Ein Talisman. So, folgt mich doch nicht bis hier hoch, oder? Bitte nicht. So, Crystal Lizard Nummer 1. Jawohl, ein Hieb. Twinklies. Sehr schön. Die sind alle für mein Schwarzritter-Ultra-Großschwert. Ach, ich bin doch infiziert. Na, schönen Dank. Irgendeiner von diesen scheiß Mistviechern hat mich erwischt. Ist aber okay. Das, wenn ich jetzt dann sterben sollte, Menschlichkeit verlieren sollte, mein Gott. Aber vielleicht, ich wartet mal. Ich mache das anders. Ja klar, das reicht noch locker. Ich werde kurz hier alles einsammeln. Und dann am Leuchtfeuer rasten. Und dann kurz nochmal den Umweg gehen. Dann behalte ich auch meine Menschlichkeit. Heilen tun wir uns kurz. Ember. Ja, viel ist hier nicht anders. Das ist echt nur, na, hier und da ein bisschen gefeilt. Ekelhaft, diese Blutungswürmer. Bah. Schnell
Weg hier. Der wird mich jetzt nicht sehen, hoffentlich. Und dann sind wir ja schon zurück. Und dann gucken wir mal... Oh, der... Och, nö, du verfolgst mich wirklich bis hierher. Ah. Ja, das ist gut. Haut euch gegenseitig um. Ja, ist okay. Ich mache das auf die brachiale Taktik. Reicht nämlich völlig der Schaden, den ich hier austeile bei diesem Vieh. Und ich bin ja gleich beim Leuchtfeuer. Also alles gut. So, hier unten nochmal einer von diesen Blutungsviechern. Aber da liegt auch der Giftbissring. Stattdessen der Ember. Okay. Hier nichts. Oh. Dann weg hier. Es waren zwar nicht die letzten von diesen Infizierungstypen, aber es waren die schwierigsten. Die anderen sind leichter ein bisschen zu umgehen. Die sind nicht so groß. Ich muss dann auch mal schauen, ob ich irgendwie jetzt dann... Das machen wir dann, nachdem ich die Diakone erledigt habe, auch in dem Feuerbandschrein, in den oberen Turm, um mich von Patches einsperren zu lassen. Weil so langsam aber sicher brauche ich natürlich das Katharina-Set, um dann früher oder später Siegward aus seinem, aus seiner misslichen Lage zu befreien, hier im Brunnen vor der Kapelle. Wo laufe ich eigentlich gerade hin? Astora Greatsword. Das Greatsword? Ist das... Das ist doch normalerweise ein normales Langschwert, oder? Oder ist, was hier normalerweise liegt? Und nicht das... Groß... Hm. Ja? Da, hier ist auch alles gleich. Also überall die endlos spawnenden Zombies hier im Friedhof. Alles okay. Kennt man so. Fire Gem, das ist neu. Executioner's Greatsword, der liegt hier, das liegt hier normalerweise tatsächlich rum. Und nun hier noch eine schöne Drop Attack auf den armen Burschen. Der macht mir zwar nichts, aber weil ich's kann. Ich gucke jetzt mal ganz kurz hier noch entlang. Vielleicht hat der Modder ja hier noch irgendwo... Oh Gott, was platziert? Hat er. Nichts zum Einsammeln, sondern eher was zum Wegrennen. Und hier. Nur mal kurz ein Double-Check einfach. Die Schatten sind manchmal ein bisschen gut. Na, also. Dark Gem. Ui! Das war einer von den eher langsameren Typen. Wie einer da auf der Brücke steht. Oh Gott. Die halten aber auch ordentlich was aus. Finde ich nicht gut. Ja, danke schön fürs Versperren des Weges. Dann ist jetzt Prio 1 die Abkürzung freischalten. Oh, an der gehe ich jetzt mal ganz schnell vorbei. Ah, ich liebe es, wenn sie sich gegenseitig umhauen. Hier ist ein Schild. Genau. Oh, das Pursuer-Schild, ne? Mit dem Pursuer hatten wir es ja schon zu tun hier in der Mod. Der Highwall of Lothric hat uns der Pursuer aus Dark Souls 2 invaded. Ein sehr cooler Moment war das. Nur leider war er nicht ganz so anspruchsvoll wie sein großes Vorbild aus Dark Souls 2. Er wäre auch zu viel verlangt gewesen. Da lang. Ja, das wäre alles viel einfacher, wenn ich halt eine Fackel dabei hätte. Dann müsste ich mir nicht die ganze Zeit diesen Blutungsschaden antun. Ich glaube, es geht auch mit Turbomantin weg, aber habe ich auch nicht. Ja, halt immer mal wieder hin und her laufen, ne? Oder wie gesagt, sich nicht treffen lassen. Das ist eh der beste Trick. Der beste Tipp, den man einem Dark Souls-Spieler geben kann. Lass dich einfach nicht treffen.
Haha. Ja, wir kommen ja gut voran. Also ich hab gerade bessere Fortschritte bisweilen als in den letzten Episoden. Bin ich gerade ein kleines bisschen froh und auch stolz. Warum? Es ist halt fast gleich, ne? Es hat sich nicht viel geändert. Insofern genießen wir das, solange es dauert. Wer weiß, was... Ich bin ja wirklich, bin ja immer hooked und on the edge meines Sitzes, weil ich nicht weiß, was diese verdammte Mod mir in der nächsten Ecke... hinter der nächsten Ecke hinknallt. Es gab echt schon böse Überraschungen, die aber allesamt sehr spaßig waren. Also, nochmal ein großes Chapeau an den Modder. Die Cinders Mod bis jetzt ist ihrem Ruf wirklich, wirklich gerecht geworden. Sie macht wahnsinnig viel Spaß. Hebt das Spiel anspruchsmäßig nochmal auf ein neues Level. Gibt viele neue NPCs und gerade diese riesen Wust an Waffen und Rüstungen. Das ist für jeden, der gerne rumprobiert, ja ein Traum. Schön durch den Trip unterbrechen. Oh, haben wir beide nicht getroffen, aber das ist gut. Die Dinger, die sind übel. Also die Burschen, die Mädels. Oh nein. Oh nein. Okay, dann heißt es jetzt schnell hier sein. Ein Dead Bone Shard, der liegt ja normalerweise rum, das ist okay. Jetzt schnell weg hier. Uiuiui. Kurz mit hier rum, vielleicht gibt's hier was. Oh, das ist ja... Da muss man Panik haben. Hahaha. Die weißen Stöckchen. Seelencontainer. Seelencontainer. Fair Powder, das ist neu. Glaube ich. White Young Branch. Okay. Dann haben wir es ja hier. Alles klar. Und weil ich jetzt zu faul bin. Was bist du denn? Eine Drachentöterrüstung. Das Moveset ist von der Drachentöterrüstung. Alter, wer... Boah, bist du cool. Ey, ich hätte dich gerne im richtigen Spiel gehabt. Ei, ei, ei. Oh. Komm mal hier wieder raus. Ja. Ah, cool. Morn's Ring. So, Homeward Bone. Ich hoffe, der respawnt nicht. Was für ein cooler Wächter. Alter Schwede. Er hatte so einige Moves von der Drachentöterrüstung. Der Helm sah geil aus. Der Mornsring, guckt mir den mal ganz kurz an. Da. Periodically emit damaging force wave. Was meint ihr mit Force Wave? Also, dass ich gelegentlich einfach mal so einen Stoß abgebe? Probieren wir das doch mal aus. Increases Vitality? Ne, den will ich... Dann lassen wir den mal weg und probieren den Ding aus. Der klingt einfach sehr spannend. Dass ich vielleicht immer mal wieder einfach so in mich selbst explodiere und eine riesengroße Schockwelle von mir gebe. Wie cool wäre das denn? Ah. Das passiert also einfach so. Ist es dann wie die Wucht? Wie das Wunder Wucht, dass es einfach Gegner wegstößt? Ich werde mich jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit selbst erschrecken an dem Ding.
Aber bei der Gegnerflut, die jetzt auf uns wartet hier im Vorbereich, könnte das ganz hilfreich sein vielleicht. Man darf sich halt nicht drauf verlassen, weil es einfach zufällig passiert. So, steht er da oben immer noch? Oder wieder? Bitte nicht. Gott sei Dank hat der das nicht gemacht. Nee. Wow, okay. Geil, das war geil. Starker Auftritt, cooler Kampf. Die liegen hier normalerweise auch, das ist okay. Okay, also Abyssal Fragment, diesen Teil des Spiels, den finde ich ein bisschen anstrengend, tatsächlich. Ein bisschen zu viel des Guten, was die Gegneranzahl angeht. Aber da müssen wir jetzt durch. Kommst du runter zufälligerweise? Manchmal springt er runter. Das wäre echt cool. Aber macht er eher selten. Uff. Das Problem ist, man sieht halt kurz mal nichts. Das ist ganz schön, das blendet ganz schön. Oh, nein. Ja, und das ist vielleicht gerade hier dann auf den Dächern ein bisschen gefährlich. Oh, ich habe ja Item gesehen, dass er normalerweise nicht ist. Achso, nee, da unten. Stimmt, das ist ja die Missionarin. Da liegen die Amulette. Anti-Heil-Amulette. Feuerbomben. Oh, du bist doch runtergekommen. Sehr gut. Ich komme noch mal ganz kurz zu dir zurück. Ja, jetzt hast du ein Problem. Du kannst nicht weglaufen. Zack. Dann Schluss mit dir. Oh. Uiuiui. Also, es ist schon krass, wie viele von den Edelsteinen einem die Mod hinwirft. Wir können ja mal ganz kurz einen Blick auf mein Inventar werfen. Also, man kann hier Waffen schon wie blöd durchwirken. Schaut mal, wie viel von den Dingern ich schon mit mir rumschleppe. Wow. Ich baue jetzt aber langsam mal Large Titanite Shards. Damit ist das Spiel noch ein bisschen knausrig. Kleine habe ich ohne Ende, aber große? Wie wär's mit Wurfmessern? 63 Stück an der Zahl. Am Ultragroßschwert, die Höhenunterschiede wirken sich sehr stark aus, weil er einfach echt nur horizontal schwingt und da sind schon kleine Zentimeter hoch oder zu tief reichen, so dass man nicht trifft. Haha, das ist wirklich wie die Wucht. Cool. Au. So. Wir uns mal kurz mit so einem kleinen Steinchen. Die Estus-Flakons werde ich echt noch brauchen jetzt auf den nächsten Metern. Warten wir kurz ab, bis meine Heilung ein bisschen weiter vorangeschritten ist. Gucken wir kurz hier mal noch ein bisschen genauer um die Ecken. Könnte ja sein, dass da was neu ist. Hier nicht. Hier nicht. Schade. Okay. Dann los geht's. Ja, wow, was machst du hier? Not allowed. Holla. Hexing Urn? Ja, jetzt versperrte ich mir den Weg, ganz klar. Ist okay. Ich habe das Item eingesammelt. Es war nicht nötig, es einzusammeln, aber gut, dass wir es gemacht haben. Dann wissen wir das jetzt auch. Warum ausgerechnet den Bereich jetzt noch mit noch mehr Gegnern füllen? Das ist echt sadistisch.
Ei, ei, ei. Eine Missionarin da unten bei den ganzen Bogenschützen. Die vier Bogenschützen an sich schon zu erledigen, ist schwierig, weil man halt die ganze Zeit in Bewegung bleiben muss. Und wenn man in Bewegung ist und die ganze Zeit halt wegrollt und trotzdem getroffen wird, dann kriegt man halt einen Counter und die Dinger staggern einen auch ganz kurz und dann versucht man zu heilen und dann kommt von doch woher nochmal irgendwo ein Pfeil geflogen. Ist alles sehr, sehr unschön da. Und jetzt rennt da noch die Missionarin rum. Ich bin ja heilfroh, dass ich an Mr. Dragonslayer hier nicht nochmal vorbei muss. Jedes Mal. Oh nö, jetzt kommt die mir hinterher. Sie hat mich gehört. Na, mal sehen, wie verfolgungswahnmäßig sie ist. Ja, Leute, ich sag's ja, durchrennen. Nicht in Dark Souls durchrennen. Nicht ungeduldig werden, man darf es nicht sein. Es zeigt einem das Spiel immer, immer und immer wieder in seiner vollen, brutalen Härte. Bis zu einer gewissen Stelle renne ich jetzt durch. Das ist ja relativ safe. Ich war nur ein bisschen zu schnell bei dieser blöden Dual-Wield-Hexe. Das muss nicht sein, dass die mich auch noch verfolgt. Aber so wie man dann wieder oben auf dem Dach ist, muss man dann wieder langsam vorgehen. Ehrlich gesagt ist, glaube ich, der beste Weg dann... bei dem Bogenschütz. Ich weiß nicht, ob ich da durchrennen soll, weil ich renne ja dann in eine weitere katastrophale Situation zu. In diesem Seitenbereich, wo dann ganz viele von diesen kleinen Dieben dann aus den Türen rausrennen und von den Wänden runterspringen. Im Ernst? Und dann kommt man zwar bestimmt rennend durch, aber dann kann man garantiert auf keinen Fall irgendwie die ganzen Sachen einsammeln, die dann da so rumliegen. Ortel Intrudes. Okay. Warum macht er das jetzt und die beiden Versuche davor nicht? Ein Invader jetzt auch noch. Schöne Sache. Sehr schöne Sache. Die gehören ja bisher zu den Highlights der Mod. Oh, oh. Weil die Invader bislang richtig cool designt sind. Ich mag den Ring. Der Effekt ist vielleicht ein bisschen zu hell, aber er rettet mir jetzt schon, hat mir schon ein paar Mal jetzt den Popo gerettet. Wo ist die? Da ist sie. Okay. So, kann ich sie vielleicht irgendwie zu mir locken? Schauen wir uns das mal an, wie das... Nee. Keine Lust. Okay, dann holen wir jetzt erstmal das hier. Opus auf irgendwas. Das wird wahrscheinlich für irgendeinen unserer Magier, Zauberer, Pyromanten sein. Nifel Gem. Okay. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird es lustig. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Nicht weit. Weil dieses kleine Vieh mir tatsächlich durch seine Mega-Hitbox den Weg versperrt hat. Das ist ja heftig. Aber ich sag euch, da sich durchkämpfen, das funktioniert nicht. Nie und nimmer. Ich will mich jetzt auch nicht menschlich machen, um einen größeren Lebensbalken zu bekommen, weil Menschlichkeit muss opfern für so eine Szene. Das ist nicht klug.
Was ich übrigens bislang vermisse, ist, die Mod hat ja auch tatsächlich laut Beschreibung Möglichkeiten bietet sie einem, dass man dauerhaft KI-Phantome beschwören kann, die einem helfen. Wir hatten es zwar kurz mal mit unserem netten Doggo zu tun, der echt wahnsinnig gute Dienste geleistet hat, aber seitdem nichts dergleichen irgendwie entdeckt. Oder ich habe vielleicht irgendwie muss man da mit einem NPC im Feuerbandschrein sprechen, dass ich das vielleicht nicht in Gänze kapiert habe. Das wird es wahrscheinlich sein. Dass man sich in Momenten wie diesen hier dann im Grunde einfach mal ein bisschen Hilfe holt. Oh, come on. Oh, ich habe die Seelen übersehen. Jungs! Spürt mein Ultra-Großschwert. Okay. Sharp Jeff. Oh, da lebt noch einer. Ich meine sehr. Oh, da ist noch einer. Die Missionarin ist zurückgelaufen. Sehr schön. Kann ich vielleicht doch nochmal. Meine Seelen. Wow. Ich weiß gar nicht, wie viele Seelen das waren. Das können nicht viel gewesen sein. Ich will es nicht riskieren, die jetzt zu aktivieren da oben. Das müssen nicht viel gewesen sein, weil ich bin so häufig gestorben jetzt hier auf dem Weg. Sag mal, stehen diese Statuen hier? Ich bin gerade total... So, das ist da oben ein Ort, wo ich ein Item platziert hätte, wo aber keins liegt normalerweise. Spiked Mace. Gucken wir mal kurz mal dieses Buch an, das ich da eingesammelt habe. Also ein Consumable ist es doch hier. Opus of the Congregation. Beckon Metora to the Player. Beckon Woof to the Player. Ach so. Es ist nicht mehr weit. Bis zur rettenden Tür. Der hat halt echt gefühlt alle Hitpoints und Hitpoints der meisten Gegner verdoppelt. Oh, das war genau richtig. Genau so muss es laufen. Sie muss einem in den Schlag hinein brettern. Und dann kann man sie schön kaputt staggern. Hier liegt normalerweise irgendwo, glaube ich, auch ein New Game Plus Gegenstand. Kann das sein? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Irgendein Ring. Purging Stone. Huh. Ihr zwei. Hurry. Komm runter, ihr Hitzköpfe. Blum. Holy Fragments, 3 Stück. Ach, puh. Ach Gott, ich erschrecke immer. Erstmal die Tür öffnen. Schwere Tür. Garantiert sehr schwere Tür. Aber wenn sie gut geölt ist, kriegt man die auch selber auf. Beide Türen flügeln gleichzeitig. Mit der bloßen Kraft der Arme. Mhm. Warden Twin Blades. Da sind die Dinger. Cool. Das finde ich nice. Oh, das war jetzt nicht mein Ziel. Aber passt schon. Ich kann wenigstens die beiden schon mal ablenken. Dieser Effekt könnte bei den Deacons, also bei dem Boss hier in dem Gebiet, ganz praktisch sein. Man stellt sich einfach in die Mitte und wartet, bis der Ring explodiert. Das wäre echt cool. Macht's klatsch. Die Axt ist zu schwer für dich. Komm, gib sie her. Wow.
Perfekt geklärt hier. Ohne ein bisschen Schaden zu nehmen. Crest Shield. Okay. Interessant. Wir sind drin. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das Wichtigste ist jetzt tatsächlich... Ja, Entschuldigung, ich mache mit meiner Wucht hier die ganze Ausrüstung Dekoration kaputt. Oh, der Riese, oh Gott. Das Wichtigste ist jetzt erstmal tatsächlich die Abkürzung bis nach unten freizuschalten. Da ist es wirklich das Allerwichtigste. Blue Bug Pellets. Das heißt, an den drei Schurken noch vorbei. Ich mache die ganze Einrichtung kaputt durch meine Explosion. Das ist echt lustig. Kirkhammer. Der liegt hier? Okay. Nehme ich. Voila. Und das ist jetzt unfassbar wichtig. Puh. Eine der wichtigsten Türen. Und ich hoffe, hier hat niemand irgendwas Böses platziert jetzt noch. So eine letzte fiese Überraschung. Ich gucke hier mal ganz kurz rein. Nein. Hätte ja sein können. Nun denn, die Abkürzung ist freigeschalten. Die erste Hälfte der Kathedrale ist gemeistert, der Außenbereich. In der nächsten Episode geht es dann nach drinnen und natürlich auch aufs Dach hoch. Entschuldigung, Gail. Ja, ich weiß, das... Boah, in Richtung Rosarias Covenant und so weiter. Und dann natürlich auch gegen die Deacons of the Deep, die Diakone des Abgrunds. Alles dann in der nächsten Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen freuen. Und wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei dieser ganz, ganz fantastischen Sinners Mod hier in Dark Souls 3. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Und macht's gut.